Hallo lieber Tieftonliebhaber, in dieser Vlog-Folge zeige ich dir eine kleine Variation, eine Dur-Tonleiter über zwei Oktaven zu spielen. Los geht's! Ich habe bereits vor einiger Zeit ein Video über Lagenwechsel und Shifts an den richtigen Stellen gemacht. Und es ging darum, dass du die Lagenwechsel beim Spielen einer Tonleiter an logischen oder musikalischen Stellen machst und nicht einfach so irgendwo. Den Link dazu findest du hier oben oder auch unten in der Beschreibung. Dieses Video schließt da ein bisschen an. Es geht um das Prinzip, vier Noten pro Seite zu spielen. Das kreiert nämlich einen besonderen Fingersatz, mit dem du super diagonal spielen kannst. Ich zeig's dir. Das bedeutet, dass du eben nicht nur in einer Position, in einer Lage bleibst, sondern deinen Fingersatz so wählst, dass du möglichst keine großen Sprünge machen musst, sondern eben diagonal über das Griffbrett spielst. Ich nehme einfach mal G-Dur, G-Ionisch als Beispiel. Du solltest die Dur-Tonleiter auf jeden Fall gut kennen und gut im Ohr haben. Also spiel sie kurz rauf und runter, damit du den Sound, den Klang von G-Dur gut im Ohr hast. Okay, jetzt breche ich die Tonleiter wieder auf. Und damit meine ich, dass ich nicht einfach alle Noten hintereinander wegspiele, sondern immer eine überspringe und dann die übersprungene spiele. Ich mache sie kurz vor. Grundton, dann überspringst du die nächste Note. Und dann spielst du die übersprungene, überspringst wieder eine, spielst die übersprungene und so weiter. Und das ist gar nicht so schwer, oder? Jetzt machen wir das Ganze aber auf einer Seite. Okay, jetzt spielst du auf diese Weise, wie ich gerade schon sagte, immer vier Noten pro Seite. Also du bleibst nicht in einer Position, sondern spielst diagonal über den Hals. Hier kommt's. Also Grundton G, das A überspringen, B, dann das A, dann das B überspringen, C, dann die übersprungene Note, das B, und dann wechselst du zur nächsten Seite, denn du hast jetzt schon vier Noten von G-Dur auf der E-Seite gespielt. G, A, B und C. Du spielst also jetzt mit dem gleichen Prinzip weiter. B, C überspringen und dann das D auf der nächsten Seite. Das C, D überspringen, E, D und dann kommt der nächste Shift mit dem Ringfinger zum Fis. E, G und jetzt hast du auf der A-Seite auch schon vier Noten gespielt. Es geht also auf die nächste Seite. Fis, A, G, B, A. Shift mit dem Mittelfinger auf das C, B, D, C, dann weiter auf die G-Seite, denn hier hast du jetzt wieder vier Noten gespielt und so weiter. Ganz nach oben. Und wenn du das jetzt mal ein bisschen schneller spielst, dann hörst du, dass der Shift immer nach der ersten Note in einem Takt kommt. Shift. 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 Und auf dem Rückweg ist es ganz genauso. Da machst du den Shift auch nach der ersten Note. Wenn du aus dieser letzten Position spielst und mit dem Mittelfinger auf dem G anfängst. Und mach das ruhig mal zur Übung, damit du einen gleichmäßigen Rhythmus der Shifts ins Ohr bekommst. Wieder immer eine Note überspringen und dann die übersprungene. Und so weiter. Gar nicht so schwer, oder? Und es ist wirklich total sinnvoll, wenn du flexibler auf deinem Griffbrett werden möchtest. Okay. Jetzt habe ich noch einen Tipp. Das über die zwei Oktaven spielen, das wird nur funktionieren, wenn du auf der E-Seite anfängst. Wenn du auf der A-Seite anfängst, probier mal, dann wirst du nicht so weit kommen. Ich nehme mal C-Dur. Also merk dir, wenn du über zwei Oktaven spielen willst, dann fang auf der E-Seite an. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann drück den Gefällt mir-Knopf und teile es gerne wieder auf Facebook und Twitter und so. Und abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal und schalte die kleine Benachrichtigungsglocke an, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Alles klar, ran ans Üben. Ich wünsche dir wieder viel Spaß.